Also, herzlich willkommen bei Fliegenpilz Insider. Heute widmen wir uns dem kleinen Fliegenpilz ABC. Hier beantworte ich ein paar wenige Basics zum Umgang mit Fliegenpilzen. Es ist nicht sehr ausführlich und schon gar nicht komplett. Die hier dargestellten Aussagen basieren ausschließlich auf Selbstversuchen und sind nicht repräsentativ oder gar Fakten. Ich kann auch keine Verantwortung für verantwortungslosen Umgang mit den hier geteilten Informationen übernehmen. So, die Antwort lautet hier vielleicht jein. Sie töten zwar nicht den Körper, wie man ja unschwer erkennen kann, aber sie können für einen Moment bis zu ein paar Wochen die Illusion des Seins töten. Es sind soweit auch keine tödlichen Erfahrungen durch den Konsum, durch das Essen von Fliegenpilzen bekannt. Der Fliegenpilz gilt in den meisten Ländern der EU als Giftpilz und ist wahrscheinlich deshalb in den meisten Ländern nicht verboten. Weder das Pflücken der Pilze noch deren Konsum steht unter Strafe in den meisten Ländern. Auch der Konsum der Inhaltsstoffe Muscimol und Ibotensäure ist nicht verboten. Muscimol bzw. Ibotensäure ist das Blut des Pilzes oder die Flüssigkeit. Muscimol ist der Ausgangsstoff im frischen Pilz, welcher für den menschlichen Körper Unwohlsein und Brechreize hervorrufen kann. Die Botensäure ist der Stoff, der entsteht, wenn der Pilz getrocknet wird, wenn das Muscimol eine gewisse Temperatur erreicht, dann transformiert es in die Botensäure. Ich rate jedoch davon ab, Fliegenpilze zu konsumieren, weder frische noch getrocknete. Es wird gesagt, dass der Gehalt an Ibotensäure von Pilz zu Pilz extremen Schwankungen unterliegt und deshalb ziemlich unberechenbar sein soll, getrocknete Pilze zu essen. Ich kann diese Aussage zwar persönlich nicht bestätigen, was jedoch der Fall ist, ist, dass es für den Körper ziemlich schwierig ist, sich von einem Fliegenpilztrip zu erholen. Die psychische Verfassung nach dem Trip ist vergleichbar mit einem Hangover durch Alkohol. Man fühlt sich ausgelaugt am nächsten Morgen und für Leute, welche zum Beispiel Erfahrung mit Psilos oder Kakteen haben, die kennen das ja wahrscheinlich nicht, denn dort fühlt man sich ja leicht und befreit, wenn man wieder zu sich kommt. Deshalb rate ich davon ab, Pilze zu essen. Also erst einmal habe ich mit der Selbstversuchen begonnen. Ich habe ganz einfach mal nachgedacht, es gibt nicht allzu viele Informationen im Internet, fand ich, aber ich habe gesehen, dass grundsätzlich nicht tödlich ist und das reichte mir dann auch, dass ich dann Pilze gesucht habe und getrocknet, diese gegessen. Ich fand das dann aber nicht sehr erleuchtend, sondern wirklich einfach anstrengend und dachte mir dann auch, kein Wunder, isst die niemand. Irgendwo fand ich dann einen Anhaltspunkt, dass man die besser zum Träumen verwendet. Ich habe dann abermals die Dosis erhöht und bin dann schlafen gegangen und das war dann eine ziemlich unglaubliche Nacht. Als zweites, als ich dann diese Erfahrung hatte,
suchte ich dann abermals nach weiteren Informationen und entdeckte dann, dass ein E-Book auf einer englischen Seite welches heißt Herbs of Immortality von Titor. Ich habe dann seine Anleitungen, seine Theorien, oder seine, also nicht seine, unbedingt seine Theorien, sondern seine Recherchen gelesen. Und ich fand das dann ziemlich überzeugend, sodass ich dann das Jahr darauf, im Prinzip jetzt letztes Jahr, dann sein Weinrezept einmal übernommen habe und ich habe es zwar nicht eins zu eins übernommen und deshalb haben wir auch eine abweichende Erfahrung. Während er davon sprach, dass dieser Wein bei kleinen Mengen sich ähnlich wie gewöhnlicher Wein verhält und man einfach leicht euphoriert ist und der erst bei höherer Dosis psychoaktiv wird, war mein Wein extrem psychoaktiv. Und die kleine Menge von 3 Dezilitern Wein verdünnt mit 3 Deziliter Wasser katapultierte mich direkt an den gleichen Ort, wo ich war, als ich die angetrockneten Pilze konsumiert und dann geschlafen habe. Dafür war dann zum Beispiel mit getrockneten Pilzen, waren für mich überhaupt nicht psychoaktiv und habe deshalb auch dann keine weiteren Videos mehr gemacht, weil ich nicht wusste, was da falsch lief. Und das ist jetzt die Aufgabe für diesen Sommer, werde ich einzelne Experimente wiederholen und vergleichen. Sowohl meine Erfahrung hier von jener von Tita abweicht und ich nicht sicher bin, inwieweit er recht hat, finde ich sein Buch äußerst lesenswert. Auch sein geschichtlicher Ansatz war für mich eine große Quelle der Inspiration. Und das Buch gibt es als Gratis-Download, jedoch lediglich in englischer Sprache. Ich habe den Link unten eingefügt und da kann man das lesen, wer sich dafür interessiert. Das war jetzt der erste Beitrag zum Fliegenpilz Insider. Falls jemand noch andere Fragen hat, werde ich diese gerne beantworten, sofern das möglich ist. Kann diese unten in den Kommentaren einfügen oder mich anschreiben. In diesem Sinne, eine gute Zeit und bis bald.